mit den Sicherheitskameras mit Alarmstufe 2 von 3. Wenn man alle Lichter ausknipsen, dürfte es vielleicht schaffbar sein. Okay, wir können auch alle einfach die Kameras alle ausschalten. Wo ist hier noch eine Kamera? Da ist eine Kamera. Oh Gott. Wo kommst du denn jetzt her? Ah! Ich dachte, ich kann ihn jetzt so schnell erschießen, dass es geht. Fehlanzeige. Ich muss den von hinten angreifen. Ich habe gar keine andere Wahl. Jetzt mit Alarmstufe 2. Hallo? Wo ist Kamera Nummer 3? 2? Hier. So, er geht jetzt dorthin, wo ich jetzt gerade war. Und jetzt überrasche ich ihn so von hinten. Haha. Ich liebe dieses Pfeifen. Habe ich euch das schon gesagt? So, hier, du schlagst sie erst einmal hin. Ich glaube, den verstecke ich auch noch. Der ist mir hier zu an... Achso, den kann man nicht verstecken. Ist immer wieder schön. Safe. Komm, Spiel aufzulegen, Mensch. Ich habe jetzt keinen Nerv dafür. Nein, das ist die falsche Waffe. Ich nehme jetzt mal die andere. So, die SD-20 heißt immer noch die beste Waffe im Spiel. Hier sind noch ein paar Kameras. So, wo ist noch eine? Das waren sicher nicht alle. Da ist auch noch eine, da hinten. So. Ach komm, diese Tür nervt. Die schließt sich dauernd zu. Aha, da ist ein Computer, an dem wir ran müssen. Wahrscheinlich ist dort dieses... der Code für die... für den Codeschloss. Hä? Oh Gott, über uns ist eine Kamera. War eine Kamera. Ich glaube, das haben wir alle erledigt. Ich bin in der Kundendatenbank. Okay, ich schaue mich um. Ich finde mindestens 8 Kunden, zu denen Mortified Pinguin Einzelheiten abgerufen hat. Irgendwelche Gemeinsamkeiten? Alle wurden in den letzten 6 Monaten eingefroren. Durchweg Geizkragen. Haben das Billigticket in die Zukunft gelöst und nur ihr Gehirn eingefroren. ND-133 Sicherheitsbehälter, vakuumbetriebene Kühlung. Wo hat Mortified Pinguin als nächstes zugeschlagen? Im Zwischenlager. Dort verstaut Sonje alle ND-133 Behälter. Das sieht nach deinem nächsten Ziel aus, Fischer. Hol uns ein paar Franzosenhirne. Ich möchte nichts versprechen. Gib alles. Einzelheiten auf deinem Opset. Was macht der denn da? Sicherheitsstufe gesenkt. Ja. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Okay. Hey, was machst du da? Es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Er denkt, er kann fliegen. Wahrscheinlich ein... Was ist das für ein Geräusch? Das war ein Fehler am Spiel. Weil alle Charakter, die machen, die immer wenn sie gesetzt werden, strecken sie ihre Arme aus. Keine Ahnung warum. Ist halt so, programmiermäßig halt so festgelegt. Deswegen hat er hier gerade einen auf Pilot gemacht. Das fängt ja schon mal gut an. Kaum haben wir die Alarmstufen verloren, kriegen wir gleich wieder einen hinzu. Ja. Los, Clint. Oh. Fast wäre ich da vorbeigelaufen. Musik. Epische Musik. Epische Musik. Epische Musik. Epische Musik. Das ist eine epische Musik. Epische Musik. Epische Musik. Episch. Okay. Epiken ist vorbei. Nein, nicht das, sondern hier. 2457.
Ah ja, wieder so ein Mini-Dingsbums. Ah ja. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Yippie. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Und jetzt werden wir wieder gleich eine hinzukriegen, jede Wette. Ach so, wir haben keinen Damage bekommen. Flex. Wir werden angegriffen. Ich sagte nicht öffnen, was machst du? Du öffnest den Scheiß. Sicherheitsstufe 1. Schusssichere. Ich hab doch gesagt, das kriegen wir wieder eine hinzu. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Nee. Na toll. Dieser verdammte Scheinwerfer. Ich hasse dich. Okay, heilen wir uns nochmal. Über meinen Kopf sind jetzt sehr viele Wut-Dinger. Ne, wie man sie im Zeichentrick immer sieht. Fast. Oh. Nein. Oh. Ich dachte schon, jetzt werden wir wieder erwischt. Komm Leute, warum habt ihr euer Tiefkühl-Dingsbums so sehr gesichert? Mit Kameras und so? Das ist hier doch kein Labor. Na doch, eigentlich schon. So. Wie, piep, piep. Ach, ne Haftmine. Haftmine. Lalalala. Sicherheitsstufe gesichert. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. So, diese Haftminen bringen so viel wie Haftbefehl in der Rap-Szene. Nämlich gar nichts. Was machst du? Schnauze! Verpetzt mich nicht! Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Stufe 1, Sam. Bin zu blöd für das Spiel. Fischer, du sollst ein Geist sein. Du bringst die Mission in Gefahr. Ja. Lambert, erledige den Job und quatsch Sam voll. Hallo? Warum kommt da nichts? Hä? Ich glaube, ich habe einen Fehler. Kann das sein? Moment. Ich höre. Okay, ist ja ganz gut gelaufen. Okay, ich glaube, hier ist ein guter Ort. Bis auf das hier seitlich ein paar Lichter sind, aber es macht nichts. So, gehen wir mal an den Computer ran. Oder so. Ne, ich glaube, wir schalten ihn zunächst noch aus. Da drüben bewegt sich was. Nein, machen wir nicht! Stillhalten. Danke für stillhalten. Hoffentlich ist es jetzt nicht wieder verbuggt. Hä? Anscheinend gehört es so. Keine Ahnung. Okay. Wo können wir hier raus? Ein schwarzes Auto! Oh, panzersicheres Glas. Also dieses Tiefkühllabor ist sicherer als diese Präsidentenbotschaft im Splinter Cell im letzten Level. Fällt mir jetzt so auf. So, wo geht's hier lang? Ach, wieder so ein Codeschloss. Am liebsten würde ich da jetzt reinkacken. 7562. Also Nabel. 7562. Okay. Ich hab deine Franzosenhirne, Lambert. Was ist mit ihnen geschehen? Mortified hat die Kunden ausgekippt und die ND-133 auf jemanden hören, Leute. Wir können also annehmen, dass er nicht zur CIA gehört, da er wahllos tötet. Ein Mörder gefrorener Organe? Leichen kann man nicht töten. Wortklauberei. Ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, den Pinguin zu identifizieren. Der Wachmann, der alle in Atem hält, heißt Francis Colbeuf. Abgefangene Gespräche legen nahe, dass er mit seinem Handy ein Foto von Mortified Pinguin geschossen und sich im Präparationsraum verschanzt hat. Präparationsraum? Wo sie die Gehirne von ihrer Schale befreien. Begib dich zu Monsieur Colbeuf und leihe dir sein Telefon. Okay Leute, falls ihr ein bisschen dumm seid, hier sind ein paar Hirne für euch. Ne?
Gut, weil jetzt, ich glaube, ich mache jetzt gleich eine Aufnahmepause. Weil ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen, ja, ein paar Aufnahmen für die nächsten 3 Tage. Meine Freunde, die Kanonen sind wieder hier. Los, Kanone! Ich habe doch die Kanone nicht gesehen und den damit auch nicht, ich dachte, sei sicher. Unsafe. Ach Mensch, hier ist es so hell. Verdammte Lichter. 1. 2. Oh Gott, das ist zu hell. Was ist das für ein Geräusch? Hä? Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Ja, ja, ja. Der Lampenstufe ist mir jetzt egal. Sam, du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Ah, hier ist es ein bisschen hell. Ich glaube, den muss ich verstecken. Und zwar... Oh Gott, hier ist es überall hell. Hier ist es gut. So. Was ist denn hinter... Oh nein, was ist das denn jetzt? So. Öffne den Scheiß, Sam. Boah, ihr wollt mich doch verarschen. So, jetzt mache ich es auf diese Art. Hm, überhaupt nicht gefährlich. Was ist denn das da unten? Sieht aus wie... Ich bin im Präparationsraum für Körper. Es scheint, als würdest du recht behalten. Oh, Gasleitungen? Norman sagt, er habe den Wachmann so, die habe ich gar nicht gesehen. Hier am Türgriff ist Blut. Durchsuch die restlichen Gänge. Ich brauche Hilfe, um durch diese verfluchte Tür zu kommen. Mann, ist das schwierig. Kann er seine Waffe ziehen von hier aus? Ne, leider nicht. Ich höre etwas. Ich höre etwas. Ja, ich höre es auch. Geht weg, bitte. Ich glaube, ich mache hier einen normalen Safe. Weil es hier total sicher ist. Soll ich es riskieren? Ja, eigentlich habe ich ja schon gespeichert, ne? Wer sind? Hab dich. Ja, ich schlag euch die Alarm, ist mir egal. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Kopfschutz anlegen. Alarmstufe 2 geschaffen. Unsichtbar bleibst, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Ach, wieder mein Kopf. Beim nächsten Alarm ist die Mission gelaufen. Ja. Hey, Haftbefehl, was geht? Oh, oh. Haftbefehl hat mich getötet. Gut, probieren wir es nochmal. Da kann man sich sehr leicht für safe staten. Lagerfeuer. Wisst ihr was, ich schalte jetzt auf die normale Weise aus, und zwar mit dem Renntrick. Ganz einfach. Oh, du brennst. Tut mir leid. Aber du hast Hirne rausgeschnitten, also sind wir jetzt quitt. Scheiße, du brennst. Naja gut, das Spiel wurde immerhin ein bisschen logisch gehalten, bis auf das manche Feinde denken, sie wären Piloten. Hier geht's weiter. Schalter benutzen, flexible Optik. Hm, hier scheint nichts zu sein, glaube ich. Oder? Ach, dieser Raum, der steht doch nicht nutzlos da, oder? Er wird doch irgendeinen Grund haben, dass er hier ist. Was sind das? Käfige. Habt ihr irgendwelche Haustiere oder sowas? Oder tun ein paar Hirne montieren und hopst dann im Labor verrückt rum oder was?